Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und Jungs, heute mal wieder ein schön vorproduziertes, nämlich jetzt gerade, wie ihr das Video seht. Ich werde so da liegen, Jungs, in der Sonne und werde absolut verbrennen, Mann. Aber auf jeden Fall heute ein schönes Random SCB um den 94 plus und ich lese es jetzt wirklich so vor, wie es da steht. SBC-Groupname-94P-Shapeshifter. Also ich glaube, das Ganze soll ein 94 plus Shapeshifter-Pick sein. Da sind 4 zur Auswahl. Also ich glaube, der Pick kann echt gut gönnen. Und mit dabei habe ich Max heute eine Glücksfee eingepackt, ne? FIFA, was geht denn? Gumo. Moin Leute, was geht? An der Stelle natürlich Max, einen wunderschönen Urlaub. Und ja, ich freue mich auf die Aufnahme. 94 plus Shapeshifter, kann knallen. Wird cool. Ja, ich glaube auch, Jungs. Also ich denke mal, das Ding wird echt abgehen wie sonst was, falls das Ganze gefällt. Und ja, diese Random-Teile, Jungs, zum Ende von FIFA ist mal super. Super Picks, super Packs. Darum mal ein schönes Video drum. Lasst einen Daumen nach oben auf jeden Fall da. Lasst ein Abo da. Checkt den Fabio unten drunter ab. Schreibt einen Kommentar, Jungs, wie heute das Wetter bei euch ist oder so. Kann, was ihr anhabt oder was die Wandfarbe bei euch ist. Wait a minute! Schreibt einen Kommentar, Jungs, wie heute das Wetter bei euch ist oder so, Kang, was ihr anhabt. FBI, open up! Oder ob ihr irgendwelche Mücken oder Tiere im Zimmer habt, ne, Fifabio? Ey, Leute, wenn ihr wüsstet, was da gerade passiert ist, wirklich. Ich hatte einen Teil, das hat ausgeschaut wie ein Käfer und ist auf einmal geflogen. Aber ich hatte Max an meiner Seite im Discord und der hat mir dann geholfen, es zu beseitigen. Ich hab den Mann beraten, ich glaub, du hast gedacht, es wäre eine Spinne gewesen, Jungs, und einmal sagt er, es fängt an zu fliegen. Alles gut, Jungs, dann würde ich sagen, können wir gleich mal den Pick aufmachen, Jungs. Ich werde ihn aufmachen, natürlich mit Empoji, Jungs, mit dem Code MAXMAL, spart er nochmal ganze 5%. Und ich glaube, damit ist es wirklich eine super Werbung und wir können rein... Willst du mir einen Countdown machen auf irgendeine Sprache? Okay, machen wir. Ja, mach mal. Cinq. Quatre. Digga, was ist das denn? Trois. Ich weiß nicht, was 1 oder 0 da heißt, ne? Deux. Ja? Ah! Let's go! Jetzt? Jetzt? Ja, ja. Perfekt, wir machen es auf, Jungs. Komm, bitte, bitte. Ja, ja, Jungs, geht fit, glaube ich. Geht absolut fit. Sind gute Spieler, sage ich dir ehrlich. Also, es ist einmal gut nur Mario Gomez, dann Silas, Mamaglituka, De Ligt und Corona. Es sind okay Spieler, es sind okay Jungs, würde ich mal sagen. War der Gomez wieder auf der 1? Gomez auf 1, genau. Digga, also ist das unfassbar. In jedem Pick ist er auf der 1. Das ist unglaublich. Ja. Wen wollen wir mitnehmen? Wollen wir mal Silas mitnehmen? Der ist halt eine krasse Karte, ne? Die sind halt billig, Corona und Silas, aber beides unfassbare Karten. Die sind nur so billig wegen Nation und Liga. Ja, lass mal Silas mitnehmen, Max. Ich glaube, Silas könnte ganz gut werden. Den, oh, Digga, der hat 5-5. Was sehe ich hier, Jungs? Wir sehen uns gleich wieder, bauen Teams rum und let's go. So, weiter geht's, Fifabio. Fifa-Fabio, ne? Sagen auch manche. Deswegen würde ich sagen, halte ich mal deinen RM und ZM rein. Also, ich bin jetzt auf. Ja, alles gut. Halt mal, mach mal. Ich habe im rechten Mittelfeld etwas obvious. Ich hoffe, du hast hier nicht. Die Hühner. Ah, nee, lass mal das. Ricken. Also wenn du das jetzt irgendwie mit Chicken oder sowas kombinieren wolltest, sag ich dir ganz ehrlich, da gibt es doch so einen Spruch mit FIFA-Spielen, so, weißt du? Also weißt du schon, was ich meine. Und im rechten ZM, die Hühner picken auf der Straße, so. Und Wirtz. Also Ricken und Wirtz. Ja, der wird es dann wohl werden bei dir. Ich bin mit Chor gegangen und Lars Ricken. Sehr schön. Ja, Digga, es war so klar. Wirklich. Aber ich sag dir ganz ehrlich, weil wir das Ganze hier heute an einem Fifabio-Dienstag aufnehmen, kannst du deinen RM Bronze machen sogar. Perfekt. Also Bronze RM und nicht Torwart, weißt du? Ey, das ist so. Wirklich, also Max, ohne Scheiß, es ist so toll, ja. Von dir. Also Hammer, einfach nur Hammer. Nein, du bist ja der Beste. Alles nein, gut, nein, ich geh mal rein, pass auf. Vorne, es wird jemand in der zentralen offensiven Position, der hat eine MS-Karte, beziehungsweise werden zwei MS-Karten. Der eine ist Marco Reus im ZOM und dann vorne im Sturm für die Finesse-Shots mit dem linken guten Fuß von ihm, Leroy Sahne. Ich habe Gomez und Ricken aufgeschrieben. Gab auch mal Heroes, die auf den Positionen von den beiden gespielt haben. Mann! Jungs, das läuft doch hier schon wieder wie geschnitten Brot. Das ist geil. Inzwischen. Digga, meine Nadolis sind schon wieder hell. Hä, die sind nicht hell. Eingebildet, okay. Gut, Max halluziniert. Ich halte rein. Wir gehen rein. Let's go. Ja, wir fahren fort, Jungs. Und ich, ja, alles gut. Wir gehen rein mit meinem Zentralen. Das wird nämlich eine Icon. Und ich denke mal, du hast sowas aufgeschrieben. Irgendwie sowas Defensives, was so dahin passt. Nein, Jungs, wir machen heute eine neue Taktik. Offensive ist die neue Defensive. Diego Armando Maradona. Dann links wird es jemand da. Boah, Jungs, nehmen wir einen Schluck. Denn ich habe schon wieder Brand. Und rechts wird es Banega Team of the Season wegen Argentinien-Link. Ach, ja.
Bruder, Vieira, Kroos und Modric kannst du behalten, wie immer. Das ist doch sehr, sehr schön, Jungs. Im Teambau, und ich sag ehrlich, ich müsste mittlerweile da Elite-Einspieler sein. Also jetzt, for real, ich halt rein. Den linken Stürmer, wenn du den hast, dann beende ich die Aufnahme offiziell, denn ich habe hier auch eine Icon. Und zwar den guten Del Piero Moments. Im linken Mittelfeld habe ich, wen habe ich? Ich weiß es gerade nicht. Ich habe den Carrasco und im linken ZM habe ich auch einen von Atletico und zwar Lemar. Das gibt's nicht. Ich wollte sogar Spanischliga gehen. Ich bin mit Mbappé, Neymar und Rafinha gegangen. Einfach so taktisch, Jungs, habe ich es gut gemacht, dass er dann nicht die Spieler spielen darf, die ich nicht gegen mich haben will. Du, also kein Problem, dann macht halt Del Piero die Buden. Wir machen weiter. So, lieber FIFA-Fabio, pass auf. Rechter Läufer, linker Läufer. Ich halte rein das Ding und ich sage ganz ehrlich, auf Ansage habe ich einen mindestens. Ich denke nicht. Ich habe Renan Lodi auf der Linksverteidigerposition und auf der Rechtsverteidigerposition habe ich einen Kollegen aus der Bundesliga. Natürlich, wenn die Server jetzt auch endlich mal laden würden, und zwar den guten Frimpong. Ich kann's nicht glauben, Jungs. Ich kann's nicht glauben. Ich war 50-50 zwischen Haidara und Frimpong, ne? Ich habe Haidara aufgeschrieben, aber links natürlich in Renan Lodi. Deswegen auf Ansage, Jungs. Da darf's mal einen Keeper machen. Das gefällt mir eigentlich. Sagst du's oder soll ich sagen? Wie? Wer da jetzt reinkommt. Ach so, ja. Alman. Grüße gehen raus. Ich halt rein. Kann ich reinmachen? Ja, perfekt, machen wir das. Pass auf, jetzt gehe ich mal rein, links mit einer Karte. Ich habe Angst, die reinzumachen, weil es vielleicht ein bisschen obvious ist. Ich wollte eigentlich zuerst mit dem Raum gehen, deswegen bin ich mit dem Günther lieber gegangen. Und rechts wird es jemand, wo ich dir ganz ehrlich sage, dass ich nicht weiß, ob der eine SPC ist, aber auf jeden Fall habe ich da den Godoy. Das ist eine 88er Argentinien-Karte, so nur heftiger. Lucas Martinez und Yannick Gerhardt, kannst du beides behalten. Ja, ich bist du doch. So, Freunde, letzte Chance auf den Snipe. Es muss jetzt einfach mal passieren, wirklich. Bitte, ich bitte dich. Ja, okay, dann machen wir das mal. Pass auf, ich kann jetzt schon mal spoilern. In der rechten Innenverteidigung gehe ich einmal in die Premier League mit dem guten Romero. War vielleicht ein bisschen obvious, ich weiß nicht. Dann auf jeden Fall links wird der gute Nico Schlotterbeck. Wenn ich den hier irgendwo mal finde, da biegst du doch, und dann hinten im Tor Loris Hugo. Ja gut, weiß ich jetzt nicht, was das jetzt für dich wird, Max. Ich habe Katalan aufgeschrieben, Crema Katalan, und den Romero und Loris. Ja gut, jetzt habe ich natürlich die Qual der Wahl. Pack da mal einen Bronze-Innenverteidiger rein und gerne einen Bronze-Stürmer ins Tor. Das wäre, glaube ich, ganz angenehm, denke ich. Ja, gut. Okay, Jungs, damit ihr mich versteht, ich habe da, beziehungsweise Footbin hat einen Backup beim Verlinken. Ich muss das vorhin, während wir aufgenommen haben, schon noch ein bisschen umbauen, Jungs. Also Grüße genauso an Footbin. Das sind wirklich die letzten Menschen. Wegen denen habe ich jetzt hier zwei Bronze-Dinger. Ne? Also ich halt rein. Wirklich, das liegt wirklich an Footbin, das ist no joke, Jungs, das ist ein Footbin-Fehler gewesen. Ah, okay. Okay, ich habe Jules Koundé, Upamecano und im Tor den guten, damit ich ihn auch wirklich spielen darf, Areola. Digga, wirklich, ich krieg das Kotzen hier, Digga, Mann. Lloris, Varane und Todibo. Angenehm, sehr angenehm. Jungs, ich kann das schwer nicht mehr. Mann, jetzt spiele ich da hinten mit einem Bronze-Stürmer im Tor. Und ich würde sagen, gehen wir hier rein. Unsere Lieblingsfußballsimulation, da haben wir Spaß miteinander. Let's go. So, FIFA, Fabio. Gut, Kick in die Runde. Jetzt wird's ehrenlos. Perfekt. Perfekt. Luis Hartwig, bitte. Ah, da bist was? Du doch, Luis Hartwig. Hör Junge, Grüße auf, gehen Mann, raus. So Macher, weil es ein Macher ist. Torwart. Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Lee. Let's go, Leroy Sané, da bist du doch. 1-0. Der Beste, ehrlich. Ja! Ja, komm, lässt er sich jetzt hier feiern aus 30 Metern. Weißt, Luis Hartwig, wo bist du, Junge? Ja, da okay. Bist du doch. Ich weiß selber nicht, was ich hier gerade gemacht habe, Jungs. Ganz kurz dullen. Dullen? Das glaube ich jetzt aber nicht, oder? Ey, das war einfach Pro-like, ohne Scheiß. Aufdrehen.
durchlassen und schicken. Digga, warum spielst du so gut? Hä, was ist hier los? Ja, also an dem Abschluss merkst du schon mir, dass es dann wieder Quatsch wurde. Perfekt. Ey, bitte. Hey, jetzt schick dir mal runter da! Herr Schiedsrichter! Ich brauche jetzt ein Ding, eine taktische. Gut so! Oh mein Gott, Digga. Mann, da kann ich keine Chance. Keine Chance, wenn ich ausgekontert wäre. Keine Chance, Mann. Oh! Hä? Was passiert hier? So, Luis, bleib aus, let's go. Was? Was? Der wird's nicht machen, glaube ich. Der wird's nicht machen. Oh mein. Digga, ich bin wirklich ein. Ja! Aber ich verstehe es nicht, Jungs. Ich war nur auf die Minimap geguckt, so, ne? Alles gut, immer weiter. Ja, gut, die Abseitsfalle war es jetzt eher weniger. Ja, nice, perfekt, genau so. Sehr schöne Abpralle, Jungs. Damit sind wir wieder drin. GG's. 3-3 hier. Das ist rot. Ist rot. Ja! Ich hab mich verdrückt, Jungs. Es kann nicht sein. Du kriegst heute wirklich die goldene Ananas von mir, ohne Scheiß. Oh, Hartwig, ein Macher da hinten. Willst du mir das mal ganz kurz erklären eigentlich, wo der sein Bein hatte? Abseits, nee, brauche ich mich gar nicht. Digga, das ist klares Abseits, Junge. Ich hole hier gleich das Maßband, Digga. Ich habe hier sogar noch ein Maßband liegen. Das kann nicht sein. Das ist kein Abseits. Das ist Abseits gewesen. So rum. Also, ohne Scheiß. Yeah! Das macht so Spaß. Ja, wirklich. Cool. Ehrlich, gut, Jungs. Macht echt riesen Spaß hier. Super Spiel. Ja, gut. Aber es ist gut gewesen. Fuck. Also hätte der den jetzt gerade noch daneben geschossen, Jungs, hätte ich hier an Sachen geglaubt, das wollte er gar nicht wissen. So, 4 zu 6 nur noch. Was ist das für ein Jubel, hä? Digga. Ich hab dich mal gemacht, Digga. Alles gut. Mann, Godoy, was ist das? El Guni, Junge. El Guni. Ach, oh Gott, Macher, wirklich? Macher. Glück, mir hat wirklich nur ein. Oh, wird das jetzt bitter, ne? Oh, nein, ich muss so Wir machen das Ding raus. Ja. Wir schießen das Ding raus. Ja, also hätte ich nicht einmal diese 10 Ingame-Minuten gehabt, wo ich 3 Gegentore kassiere und eine rote hole, sage ich dir ganz ehrlich, wäre ich sogar. Nee, eigentlich wäre nichts möglich gewesen. Alles gut, Jungs, wir gehen zum Start, komm. Alter, also ich will nicht sagen, aber ich glaube, dein linkes Knie, das luschert da ein bisschen, kann das sein? Weiß ich jetzt nicht, Jungs, ich werde den mal gerne durch den Kölner Keller winken, danke. So, Leute, weiter geht's. Oh Gott. 3 Discards, ich sag's euch, wie es ist, Freunde. Der Mann hat in letzter Zeit sehr, sehr oft seine Spieler einfach stehen gelassen. Deswegen nehmen wir jetzt mal den mittleren ZM für Maradona, den ZOM für Reus. Wen hat er noch Gutes dabei gehabt? Wir nehmen noch den rechten Stürmer Sané. Ach, du bist wirklich einfach nur der Beste, ehrlich, ich kann nicht mehr. Ja, Sané habe ich stehen lassen. Grüße genauso. 260k da mal wieder, Jungs, sind dann wieder weg. Super. In der jetzigen Zeitpunkt von FIFA, Jungs, sage ich ganz ehrlich, das ist sehr, sehr viel an Coins. Silas und Schlotterbeck hast du getroffen. Maradona, linker Stürmer. Auch nicht verkehrt, aber bin ich zufrieden. Gute Ausbeute. Ich mal gerne in Bronze treffen können, Mann. Okay, Jungs, ich mach ganz kurz einen Player-Pick und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Jungs, wir sind wieder angekommen. 6 plus Player-Pick habe ich ja gegen Benji auch schon gemacht. Und ja, also wie gesagt, zum Ende von FIFA machen wir da die Player-Picks, die höheren schon. Weil nämlich Content, Jungs, jetzt ist ja eh nicht mehr so wichtig, ob wir jetzt hier einen 80 plus Player-Pick oder einen 6 plus, Jungs, werde ich einfach nur noch einen geilen Spieler zeigen. Wenn die jetzt Server geladen haben, komm, wir gehen rein. Bitte.
Ja, einen Christensen oder einen Navas, Jungs. Nehmen wir Navas mit für Rating. 88er ist das okay, Jungs. Dann würde ich sagen, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, falls euch gefallen hat. Lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Schreibt rein, wie geil ich discarden muss. Es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Den FIFA-Bio da abchecken, Jungs. Erste Link in der Videobeschreibung. Ich weiß nicht, ob ich es vorhin gesagt habe, aber ich glaube schon. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Video schon reingehauen und der FIFA mit der letzten Woche. Komm. Freunde, es war mir ein Vergnügen. Macht es gut, bleibt gesund. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao, ciao.